Hallo, liebe Leute in Ostfriesland. Schön, euch alle zu sehen. Der Weihnachtsmann ist heute am 24. Dezember dran. Und eure Kollegin hat mich gerade gefragt, ob denn Weihnachten ausfällt. Natürlich nicht, liebe Leute in Ostfriesland. Weihnachten kann gar nicht ausfallen. Und der Weihnachtsmann hat sich auch vorgenommen, auch in diesem Jahr wieder zu allen Kindern zu kommen. Er hat eine Genehmigung von der WHO für die Kleinen, das ist die Weltgesundheitsorganisation, dass er mit seinen Schlitten und seinen Rentieren um den ganzen Globus reisen kann und alle Kinder beschenken kann. Und darüber freue ich mich ganz besonders und ihr doch bestimmt auch. Ja, das ist jetzt schon das zweite Jahr, Weihnachten und Corona, aber das macht nichts, dem Weihnachtsmann geht's gut. Ja, und ein kleines Rezept habe ich auch noch für euch. Nehmt mal eine Prise Vorfreude, ein bisschen Knusper, ein bisschen Plätzchen knuspern und ein bisschen Tannenduft. Und das mischt ihr zusammen und dann habt ihr schon mal ein richtiges Gefühl für Weihnachten heute Abend. So, ich glaube, ich habe genug erzählt. Ich freue mich auf euch alle heute Abend und seid mir nicht böse, aber alle werde ich nicht persönlich begrüßen können. Ich werde mir aber Mühe gegeben, so viele von euch wie möglich selber zu besuchen. Deshalb muss ich auch gleich Schluss machen. Ich habe noch jede Menge zu tun. Ich habe natürlich auch ein paar Helfer, die helfen mir. Aber trotzdem bleibt für mich noch eine Menge Arbeit heute am Heiligabend. Und deshalb wünsche ich euch allen schon mal frohe Weihnachten, friedliche Festtage, kuschelige Feiertage, erholt euch gut, entspannt euch und vor allen Dingen streitet euch nicht. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Jahr unter etwas besseren Bedingungen wiedersehen. Frohe Weihnachten!